Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgehackt. Beziehungsweise Aliens vs. Aiden. Ja. Oder Aiden vs. Aliens. Watch Dogs. Aber im Moment sind wir hier in einem Handyspiel offenbar, Ja. welches uns als Alien-mordender hinstellt. Ja, aber ich meine, Aliens morden, also komm, ich bitte dich. Das ist doch voll normal, das macht doch heutzutage jeder. Also da kaum habe ich den Controller einmal Ja, schon bist du wieder komplett. Oh, das könnte jetzt wirklich deine letzte Runde werden, obwohl du hast jetzt auch Bonuszeit, selbstverständlich. Na komm schon. Ja, ey. Einsammeln den Scheiß. Ja, jetzt fangen ja die Aliens auch an zu attackieren. Ja. Habe ich nämlich die ersten Runden immer gefragt, wofür man Leben hat, wenn man gar nicht attackiert wird. Aber jetzt wird weiter, sind sie auch ein bisschen aggressiver. Oh, schön fort. Oh, eine neue. Oh, Linie! Über dir! Ja. Ah. Ja. Oh. Weg. Oh, sehr gut gemacht. So. Hinter dir. Weg mit dem und. Weg mit dem. Und wir haben 11 geschafft. Meine Güte. Level 12. Ja, ich frage mich echt, wie lange das geht. Es geht jetzt wirklich so lange, bis man einfach stirbt, oder was? Vielleicht. Aber ich meine, so und dann wie ist Welle 100. Oh Gott. Ja, also ich glaube, wenn wir hier die heiße Dorf versuchen zu schlagen, dann werden wir es beim nächsten Mal offscreen machen. Ja. Ich glaube, das einmal zeigen reicht, Ja. um das Spielkonzept zu verstehen. Gib mir das! Und weg! Boah. Der Piece of Cake. Ganz leicht hier. Oh, hier mal schnell ein paar Zeitboni einsammeln. Zack. Und noch die Waffe. Nein, sie ist verschwunden. Scheiße. Leider zu spät. Ja, ich bin ganz froh, dass ich die Bonuswelle mit der Pumpgun nicht geschafft habe. Ja, also würden wir die ganze Zeit in den Pumpkern bekommen, da hättest du arge Probleme mit. Ah, es ist gekommen, Oh scheiße, gekommen. Hat funktioniert. Boah. Ah, er hängt er fest. Boah. 29 Sekunden hast du noch. Ey. Zeitbonus. Noch ein Zeitbonus. Ja, schon locker, das ist noch der eine da. Oder drei. Achso, das sind. Achso, die dicken, die stärkeren verwandeln sich in drei, offenbar. Ach so, so ist das. Ja komm, das kann auch schon. Huss! Nein, nichts da. So. Meine Güte. 50.000 Punkte fast schon. Ich weiß nicht, ob das gut ist in diesem Spiel, aber. So, jetzt geht's ums Laserkarabiner. Oh! Hoch über ihn. Töten Sie mit nur 12 Schuss Ihres Laserkarabiners. Oi, oi, oi. Okay, also jetzt genau zielen. Oh Gott. Oh Gott. Treffer! Ja, gut. Nein! Stopp! Nicht so viel schießen! Ja, jetzt ist doch eh schon verkackt. Ich glaube, wenn du zweimal daneben schießt, dann ist das Ding auch schon. Ah. 1, 2, 3. Ach Gott, nee, das ist nichts für mich. Kann man noch ein bisschen üben. Aber. Boom. Ach Gott. Nee, das wird nicht. Stopp! Stopp! Das war nix. Ups. Ich hab also das verlassen gedrückt. Niemals! Ach, tja, Laser kann ich mir fehlgeschlagen. Tja. Ich muss weiter mit so ein bisschen Türchen umgehen. Welle 13. Also, ey, mach maximal noch bis Level 2, bis Level 2. Oh! Drei Portale. Ob du das schaffst? Thank you.
Ja. Ja, aber aufgeben ist halt auch scheiße. Ja, ja, natürlich. Man will natürlich wissen, ob irgendwann mal irgendwas passiert, irgendwas kommt. Aber ich glaube, jetzt wo ich die ganze Bonuswaffe verkackt habe, ist auch irgendwann vorbei. Ja. Ich weiß ja, wie lange jetzt hier schon noch einen einschießen muss. Boah. Oh, das ist ein großer Roter. Ach, Roter ist gekommen, gekommen, gekommen. Links, links, links. Da. Nee, ist doch, das ist ein gekommen. Also. Oh. Oh. Ich glaube, weil Viecher kommen zurückschießen oder irgendwie. Sie waren mal ganz kurz aggressiver, aber mittlerweile ist ja wieder so, ja. Fliegen sie umher, wie sie wollen. Welle geschafft. So, das war Runde 13. Ja. Hatte ich eigentlich auch nicht so vor, jetzt zwei Parts mit Alien abschießen verbringen. Von mir. Naja. Naja. Passiert. Aber jetzt irgendwann machen wir den drei Folgen Poker hintereinander. Ja, das musst du dann machen, weil ich die Regeln schon wieder vergessen habe. Ich habe sie für Red Dead Redemption mal gelernt und dann wieder vergessen. So schön. Wow. Oh. Weg, 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 weg. Und die beiden Alien-Folgen müssen in einen Tag geplant. Wir beschleunigen das Video einfach oder irgendwie so. aber jetzt könnte es, glaube ich, enden. Oh, nö, du hast noch eine Minute. Wow! Oh, da wurde ich getroffen. Wurde ich getroffen, ja. Nee, Mann! Sauer! Ja, das ein. Dadurch, dass wir jetzt irgendwie die Zeitboni bekommen, glaube ich, das ist immer machbar. Ja, dass ich das geschafft habe, von und mich immer noch. Ja. Wir sehen, ob die kleinen Treffen. Oh, oh nein! Jetzt schießen sie zurück! Jetzt schießen die Blauen auch mal zurück! Okay. Links, Kokon. Oh, scheiße. Ach, ah. Oh, oh, oh. Na, sag mal. Na komm! So. Oh. Ja, 20 Sekunden noch. Na! Blume! Rosa Alien hinter rosa Blume. Keine gute Kombi. Ja gut, aber jetzt wird es langsam schon immer knapper. Ja. Wollen wir jetzt wirklich anfangen zurückzuschießen, dann könnte es gefährlich werden. Ja, drei Lebenspunkte habe ich gerade noch. Oh, guck mal, jetzt springen wir auch gleich von Anfang an die hier mit raus. Ja. Naja, wir versuchen diesen Kokon gut zu bekommen. Ja. Wow! Wow! Oh, stirb doch halt! Oh Gott! Wir sind überall! Die blöden Vasoren, ey! Oh, neben? Da. Da. Ach du Scheiße, der ist da nicht. Sieht gut aus. Meine Fusionskanone. So. Oh, da kam einer, da kam ein! Weg ist er. Weg, 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 weg. Weg mit dir. Weg mit dir. Kokon, geradeaus. Oh Gott, zwei Kokons sind gerade aktiv. Schneller, 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 schneller. Der hat Ziel. Das Ding bewegt sich nicht mal. Ach, die Menschen fangen es ab. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist der Fuchs. Was? Was für ein Fuchs? Wir sind A&Pierce. Oh, oh, oh. Da
besser gefangen, weil Schützlinge frei. Oh, das, jetzt kannst du wirklich knapp werden. 30 Sekunden hast du noch. Du brauchst ein paar Zeit, Toni. Oh. Komm schon, Zeit, Boni, Zeit, Boni. Oh, getroffen. Oh, clever. Ah, 50 oh, Sekunden noch. Irgendwas. Ah, oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. 8 Sekunden noch. Wenn Zeit. 4. Nee, ist ein Leben, scheiße. Scheiße. Ah, okay. Das war's. Das war's. Das war's. Game over. Okay. Ja gut, okay. Beenden. Eieiei. So. Ja, wir wollen das Spiel verlassen. Ja. Automatik-Experte. Kannst du mal gucken. Achso, man hat für die Minispiele eigene... Achso, höre genau, ich habe einen Ansatz aller Automatikwaffen für dieses Spiel. Okay. Beim Trinkspiel die 5. Runde. Nee, das ist glaube ich generell, oder? Nee, hier, wir haben NVZN. Achso, na gut. Nee, das ist für die Minispiele. Ah, guck mal, da ist Schach, Cash. Ja, weil, guck mal hier, P95. Nee, das ist jetzt, wir haben jetzt, das, was das wir haben wir, ja, ja, das kann man da in diesem Spiel gewinnen, so nach dem Motto. Okay, dann können wir jetzt Automatikwaffen besser kontrollieren. Wir haben noch nicht mal eine Automat, doch, wir haben eine Automatik, stimmt. Ja. Und eine neue Fertigkeit haben wir auch. Ah, nee, doch nicht, war falsch. Das wäre unsere Fertigkeit jetzt. Fortschrittsbelohnung. Ja, das ist doch aber, ah, nee, hier. 4,5% haben wir bereits fertig. Ah, ja, die Hauptmission, Minispiele. Meine Güte. Alter Scheiße. Das kann man alles machen. Ja. Sehr, sehr viel. Okay, gut. Dann suche ich mir jetzt noch. Dann fahre ich dich jetzt noch hier zur Quest. Okay. Und dann können wir die beim nächsten Mal machen. Ja. Woo! Also, sorry, aber sowas muss ja auch mal sein, dass wir mal ein paar Aliens abballern können. Ja, war ja auch sicherlich unterhaltsam hier bei meinem No Aiming Axel-Player. Kannst du nicht. Ach ja. Wir sind nämlich nicht in unserem Gebiet. Das stimmt, ist das. Stimmt. Kommen jetzt erst wahrscheinlich mit der nächsten Mission, schalten wir es erst frei für dieses Gebiet, dass wir auch hier alles hacken können. Ich brauche mal ein parkendes Auto. Ja, guck mal, das parkt doch gerade. Oh, guck mal, ob doch. Was steht denn da drauf? Hungry need help. Irgendwas. God bless you. Tja, okay. Wir werden nicht gebläst. Nee. Na gut, also parken tut hier keiner, muss wohl eins rauben. Was? Hey, Kumpel. Hey, da. Ich raube dich! Ne? Bleib stehen! Ich möchte dich rauben! Du willst die Frau rauben? Ja. Machst du einfach. Du sollst vielleicht schnell einfach abhauen vor sie. Oder so. Stehen bleiben! Don't hurt me! Okay. Machen wir nicht. Tun wir ne. Achso, da hat gerade unser Auto weggefahren. Wow. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt gerade froh, dass er ihr das Handy weggenommen hat. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass er sich verprügelt. Oh, jetzt will ich es aber nochmal abprobieren. Oh, das geht schneller als gedacht. No. Oh. Boom. Schön synchron und Mikrofon komplett übersteuert. Ja, wieder runterfahren fürs nächste Mal. Für die anderen Autos auch mal, dass sie wieder runterfahren können. So, ach, wir haben noch ein bisschen Zeit, das ist ja blöd. Ne, das ist ja blöd, dass wir Zeit haben. Na ja, gut, dann gucken wir uns so an, was in dieser Mission denn hier Phase ist. Und dann kannst du die beim nächsten Mal spielen. Okay. Ja, sicherlich eine Sequenz kommen. Oh, es gibt auch nicht so viel zu sehen. Wow! Also das mit Einpacken muss aber noch mal üben. What? Ja. Das ist aber auch, naja. Exakt eingepackt. Das ist nicht, das. Also das ist dann. Da steht eine Kanone davor. Tja. Kann man die hacken? Dopple ich meine Waffen. Ach! Kaufen Sie das Sturmgewehr. Ach, na Mensch. Warum sind wir in Antiquitätengeschäft? Ach, Schmugglerware? Ach ne, der ist einfach nur so vom Stil her. Hey, how's it going? Sturmgewehr? Das Ganze. Was ist? Oh. Du hast die Waffe gezogen. Du hast die Waffe gezogen. Du hast die falsche Taste gedrückt. Wir wollen nichts stehlen! Wir wollen nichts stehlen! Sorry! Was machst du denn immer, meine Güte? Ja, ich bin Laden. Mit dem LB und LT, das ist ziemlich verwirrend. Meine Güte. Okay, jetzt müssen wir zu einem anderen Waffenladen. Nee, versuch doch mal nochmal. Ah nee, stimmt, Kampagne nee. Sitzt da hinten. Ja, ja, der hat Schiss vor uns. Ja. Ja, toll. Was machst du denn immer? Ah. Oh. Ne? Was soll denn ja, das, ne? Ich finde diese ich bin halt mit LB und LT, das verwirrt mich. Meine Güte, will der Graut und den armen Waffenladenbesitzer ausrauben.
Hast du Glück gehabt, dass der Typ nicht war, der die Räuber erschießt, ne? Ja. Der hat uns wahrscheinlich schnell seine Schrotflinte genommen und abgeknallt. Na gut, dann... Dann hat einen anderen Waffenladen, zum Glück hat er nicht sofort die Polizei gerufen. Wenn wir theoretisch wirklich bestehen können. Wenn wir gleich noch mitnehmen können, ja. Naja. Nun gut. Oh, hier ist eine Bar. Upsa. Und... Driften! Ah, also Driften ist da anders. Was ist hier denn? Nahbereichsverletzung? Nein, hier geht's weiter! Wieso, du hättest doch Waffen! Ups, das war glaube ich nicht gut, dass das Tor gehackt hat. Doch, doch. Wir sind alle aufmerksam auf dich. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind nur verwirrt. Nein, die hetzen alle herum. Die haben gerade schon geschossen. Das ist verwirrt. Die Kamera herum musste oder hätten können. Was können wir denn hier so alles machen? Ich schnell erstmal in die Deckung da drüben. Hast du mir gerade nicht zugehört? Da oben ist eine Kamera. Ja, ich wollte aber. Ich musste hier einen Blick haben. Deswegen musst du die Kamera nehmen, weil da steht nicht, lokalisieren Sie eine Waffe mit dem Zugangscode. Nee, aber welche Kamera denn? Geh nochmal kurz weg vom Zaun. Jetzt nach oben. Und da. So. Du kannst einfach alles beobachten, ohne dass sie gleich auf dich schießen. Oh, jetzt kannst du mich von hier aus entriegeln. Würde ich nämlich normal reinlaufen auf. Oh, das konnten wir da auch. Ich habe erst Tor geöffnet. Naja, guck mal, der ist. Naja. Da kannst du so, ablenken dann auch. Ich noch eine Kamera. Guck mal, jetzt können wir sie ablenken oder. Ach guck mal, wir könnten theoretisch jetzt mit den Fallen töten, glaube ich. So, aber guck mal, wenn jetzt da das Auto den Alarm alarmierst und dann kannst du das Ding durch den Duft sprengen. Okay, die Waffe mit dem Zusatzcode ist irgendwo da hinten. Schwachstelle erkannt. Ja, ach doch mal. Ja gut, aber ich soll ja die Wache mit dem Zugangscode lokalisieren. Das wäre jetzt ja irgendwie kontraproduktiv hier gleich. Dann musst du rechts, glaube ich. Oder was ist das? Ihn sprengen. Auftragsnehmer mit langjähriger Erfahrung. Strafe wegen Drogenschmuggels abgesehen. Beruf Sicherheitsmitarbeiter Blumen. Bei Blume. Ja. Was hast du jetzt gemacht? Sprengstoff gehackt. Hast du einen Sprengstoff gehackt? Huch! Schützenkill. Du hast ihn in die Luft gesprengt. Hui. Und alle sind jetzt. Guck, hast du das Ding? Boom! Okay. Wir müssen ja nicht immer friedlich arbeiten. Das sind ja auch die Bösen. Guck mal, der hat jetzt Angst hier. Was kann ich jetzt Kamera? Von dem? Aus seiner Sicht? Ach, das ist ja geil. Bewegen sie jetzt seinen Kopf gerade? Ja, wahrscheinlich ist die schwenkbar, nehme ich an. Ja. Oh, ich hoffe, die finden mich jetzt da vorne von dem Zaun nicht. Oder oben ist irgendwo die. Oder da machen wir die Wache, die wir wollen. So. So. Den Zusatzkurs, um den Server zu erreichen. Aha, okay. Anlocken. Oh, machen wir doch mal. Hunde. Ja. Wie gesagt, wenn keine Hunde drin vorkommen, dann bin ich enttäuscht. Das ist ja kein richtiger Hund, sondern nur Hundgeräusche. Ja. Nur bellen. Ja. Können wir denn jetzt, kann ich jetzt den benutzen, um hier den Server zu hacken? Ah ne, jetzt hält er an. Schade. Ah, nee. Vielleicht kommt er da hin. Und. Huch! Achso, X. Okay. Nee. So. So. X. Ja. So. Nochmal. Entriegeln, erste. So. Oder so. Oh Mann. Von wo muss ich? Aber warum ist das. Oh, denn? Vorsicht, das ist. Ah! Okay. Du kannst nur die eine Richtung machen, das unterste. Das war schon richtig. So? Das muss so sein. Dann das so. Okay, jetzt das unterste. Noch mehr. Und das oben. Ah, okay. Oh, guck mal, wir können da. Jetzt können wir da hacken. Nicht da. Nicht also. Da. Ich hab noch das kleine. Deine hast du? Sentinel League? The Randomizer?
Das ist doch Bad Boy, oder? Citizen? Ja, ich glaube, wir helfen ja gerade. Guck nicht. Mal! Ich glaube, wir helfen ja gerade hier rein. Serving Stars? Warning Suspect Behavior. Ach, wie krass. Kannst du steuern? Mhm. Damit der Priest Age 49. Ja. Ich würde es jetzt so deuten, dass er gerade Leute bespannt hat. Ne? Ja. Thank you. Nee. What was that? Was ist das? What's inside someone's home? Ja. Looks like CDOS is compiling every intimate detail from private citizens. Ah. It's no wonder DedSec despises CTOS. Nee, es war jetzt gerade, dass das sozusagen Beweis. Oh, komm, was kann er hacken? Das benutzt jetzt der Typ, der Dead Boy, um zu zeigen, ey, CTOS, oh, ist scheiße. Das ist schon mies. Remove Controller. Oliver Hampton. Electrician. Warning. Cessive. Specialization. Das ist ein kleiner Spielzeughelikopter, den er steuert. Und ich scanne seine gesamte Wohnung. GPS Localization. Wie mies ist das denn? Drone Cam Helix. Nein. Ja, irgendwie sind. Also abgesehen davon, dass es echt abartig ist, dass die wirklich aus jedem elektronischen Gerät. What the fuck? Ops. Thank you. Also dass wirklich aus jedem elektrischen Gerät sowas machen können, ist schon erst ein abartig, aber irgendwie, warum sind alle Typen in diesem Spiel komplett pervers? Oder Arschlöcher? Ja. Ah, können wir uns allerlei fiese Geheimnisse angucken. Alles mögliche Videomaterial angucken. Ja, das nächste Arschloch. Ja. Oh. Kann nichts machen. Kann halt nicht. Ja. Was? Oh Gott. Data. Also dann ist doch für Scheidung entschieden. Impending Divorce stand da. Okay. Okay, da muss man wieder sagen, wenn natürlich sowas ist, ist natürlich so eine super Überwachung sehr praktisch. Nee. Können wir uns mal Neues hacken? Nee. Alright. Nee, ist weg. So, also das haben wir. Das hier haben wir. Nee, das war es offenbar. Na gut, dann entriegeln wir mal CTRS für diesen Bereich. Aber fand ich jetzt schon auch schon mal cool, dass man so eine Helmkamera übernehmen konnte. Ja. Wenn wir anloggen und ohne dass man reingeht. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier neue Kontakttürme. Ja. I'm looking at the network as we speak. You've got your access, and I've got mine. Profiler systems online. Everybody's nasty little secrets at the click of a button. This thing's highlighting all kinds of stuff in the district. I could take advantage of some of this. Keep an eye out for online traffic. Could be fixers in the network. Ach. If I can see them, they can see me. All right, I gotta Ach. Move. I mean, a lot of noise. Jetzt geht es überhaupt erst los mit online. I'll be in touch. Ja, krass. Wir hätten theoretisch noch nicht mal die Typen da mit den verschiedenen Methoden platt machen müssen. Nee. Aber naja, war ja mal interessant zu erfahren, wie das so ablaufen kann. Wir werden schon aus dem Gebiet raus, damit sie uns auch nicht mehr verdächtigen. Das ist der aus den Nachrichten. So. Okay. Bad Boy bereitet einen Blackout vor. Offenbar. Anscheinend. What is it? I lined up a lucrative deal with a very demanding client. He needs a driver. No,
But here's the thing. I come in this morning, find Maurice trying to dig his way out of the guest room. So I need to move him. Now I could pass this problem on to you, since Maurice is really your problem. But that's not my style. I always finish what I start, and all I'm asking of you... All right, fine. I'll handle it. Well, no, don't let me push you out. I said I'd handle it. It's a job. Exactly. It's a delivery job. Gotta move some guy. I mean, how hard is that? Just keep in mind my reputation's on the line here. He's paying top dollar for the best driver in Chicago. Then he's in luck. Oh Gott. Sie wollen den besten Fahrer in Chicago. Na, dann ist es ja eine Aufgabe für mich. Werden wir beim nächsten Mal sehen. Genau. Ja, bis dann, euer Gauton. Und euer The Ramen. Ciao.